You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... When night has become the day, they're sending you far away, so, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my All right, so 19.02 Uhr, wir sind live heute Abend am 5. Februar 2022. Definitiv ein Tag, welcher sehr, sehr, sehr speziell
wird und wirklich für euch unglaublich viele Informationen da hält und wirklich sehr, sehr viel Mehrwert. Ich bin unglaublich hyped auf diesen Call. Wir haben jetzt gerade 153 Zoom-Accounts auf diesem Zoom-Call. Ja, ich sage extra 155 Zoom-Accounts mittlerweile. Warum spreche ich von Zoom-Accounts? Weil ich sehe, so viele Watch-Partys haben sich heute gebildet. Ja, ich sehe in vielen Kameras teilweise über 10 Menschen, die da auf einem Flex sitzen. Das ist unglaublich crazy, wie viele Leute wir wirklich hier auf diesem Call haben. Ich schätze mal, das werden um die 250 bis 300 Mann sein, die wir jetzt hier gerade live haben. Und das Ganze definitiv aus einem sehr, sehr starken Grund. Und ich bin mir eine Sache zu 1000% sicher, dass jeder Einzelne heute hier auf diesem Call es im Endeffekt nicht bereuen wird, hier wirklich da zu sein. Ja, wir haben auf der einen Seite Kingdom mit am Start, wir haben das Team Phoenix mit am Start, wir haben Team Tradehouse mit am Start, It's All in You ist am Start, der Live Up Club ist am Start. Im Endeffekt so viele Organisationen, die im Endeffekt hier wirklich zusammengekommen sind, hier zu diesem großen Call, zu dem One Unity Call. Und ich habe heute Abend wirklich die Ehre, mit euch einfach über das Thema Visionen sprechen zu dürfen. Und ein bisschen anders als sonst immer, weil es dieses Mal nicht so wirklich um die Vision geht, die jeder Einzelne für sich selbst kreiert, sondern wirklich so die Vision, die man schlussendlich als eine Einheit im Endeffekt kreiert. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, in den letzten paar Monaten habe ich sehr, sehr viele Gespräche führen dürfen mit sehr, sehr vielen von Führungskräften in diesem Team, mit sehr, sehr vielen auch Kunden und einem frischen Partner in diesem Team. Und im Endeffekt habe ich eine Sache wirklich so realisiert, dass im Endeffekt das Wichtigste ist, was im Endeffekt wirklich da sein muss, ist, dass man schlussendlich als eine Gemeinschaft ein großes Ziel hat. Dass man als Gemeinschaft wirklich für ein großes Ziel rennt, dass man zusammen Erfolge feiert, zusammen an ein Ziel im Endeffekt hinarbeitet. Und genau das haben wir in den letzten paar Wochen, haben wir sehr, sehr viel über diese Thematik miteinander gesprochen. Was können wir wirklich tun, um irgendwo hinzukommen? Aber gleichzeitig natürlich auch, wo wollen wir denn überhaupt mit diesem Team hin? Was ist denn wirklich so die Mission, warum wir hier sind? Was wollen wir wirklich denn hier hinterlassen? Denn eine Sache, die ich wirklich selber auch realisiert habe, einfach aus meinen eigenen letzten Jahren in der Branche Network Marketing, ist definitiv eine Sache, dass viele Menschen es sich teilweise schwer tun, wirklich sich selbst diese Vision zu kreieren, für die sie wirklich brennen, für die sie wirklich rennen, für die sie alles tun würden, um es schlussendlich zu erreichen. Teilweise gibt es wirklich Leute, die haben noch nicht selber diese eigene Vision. Aber was ist einfach, wenn man als ein Team diese eine große Vision bereits besitzt? Wenn man als Team schon dieses eine große Ziel hat, wo jeder Einzelne für dieses Ziel im Endeffekt arbeitet, was passiert dann? Meiner Meinung nach nur unglaubliche Dinge. Und genau aus diesem Grund haben wir wirklich uns selber auch dieses Ziel gesetzt. Wo möchten wir mit diesem Team hin? Was ist unsere Vision? Was ist unsere Vision für dieses Jahr, für das Jahr 2022? Und im Endeffekt ist es ganz, ganz simpel. Und zwar, wir haben uns wirklich sehr, sehr stark als Ziel gesetzt, in diesem Jahr zu einer Einheit zu wachsen, zu einem Team zu wachsen, das über 5000 Menschen groß sein wird bis zum Ende dieses Jahres. Wir sprechen hierbei von über 15 Chairmans, die wir hier kreieren wollen. Wir sprechen hier von über 30 P5Ks, die wir hier generieren wollen. Wir sprechen hier aber gleichzeitig auch von roundabout 60, 70 P2s und von wie vielen P1s. Ich weiß es gar nicht, wie viele P1s da rauskommen werden. Es wird einfach nur absolut crazy. Wir wollen wirklich etwas hier erschaffen, was nicht einfach so jeder Einzelne draußen einfach mal so nachmacht. Wir wollen hier wirklich etwas erschaffen, was einzigartig ist. Was wir wirklich hier nach draußen raussetzen und jeder Einzelne sich einfach nur fragt, wie ist eigentlich das hier, dieses große Ganze im Endeffekt zustande gekommen? Wir wollen über 200 FTMO-Trader haben in dieser Organisation. Ja? Wir wollen, dass Menschen mit Trading Geld verdienen. Wir wollen Fremdkapital-Trader haben, die schlussendlich mit 100k-Konten handeln, die mit 200k-Konten handeln, die sich selbst dank dem Erlernen dieser Fähigkeit des Tradings für sich selbst und ihre ganze Familie im Endeffekt Freiheit aufbauen können. Und ich bin mir eine Sache zu 1000% sicher, dass wir das definitiv erreichen können. Aber wir wollen nicht einfach nur so menschliche Ziele. Wir wollen nicht einfach nur Rank-Ups in dieser Organisation bilden. Wir wollen nicht einfach nur FTMO-Trader bilden, sondern wir wollen wirklich einen Impact nicht nur auf die Menschen in der Organisation haben. Wir wollen einen Impact auf die ganze Welt haben. Wir wollen, das war wirklich so eine Sache, die wir haben wollten. Wir wollten, dass dieses Team, diese Organisation nicht einfach nur in der Branche Network Marketing bekannt wird. Wir wollen, dass dieses Team, diese Organisation einen Namen bekommt weltweit. Wir wollen die Welt impacten. Und was ist unser Ziel alleine für dieses Jahr?
Unser Ziel für dieses Jahr ist es auf der einen Seite, dass wir als Organisation mindestens eine Schule bauen können. Irgendwo in Afrika, in Ländern, wo vielleicht Ausbildung nicht so oft geboten wird. Wo nicht jedes einzelne Kind die Möglichkeit hat, zu einer Schule gehen zu können. Wir wollen diesem Jahr mindestens eine Schule auf die Beine stellen, wo Menschen Möglichkeit haben, Ausbildung zu bekommen, wo Menschen die Möglichkeit haben, für ihre eigene Zukunft etwas zu tun, damit sie ein besseres Leben vor sich haben, als das, was vielleicht vorher in der Familie normal war. Gleichzeitig wollen wir aber auch diverse Brunnen auf die Beine stellen. Ja? Unser Ziel war es, alleine für dieses Jahr, auch wieder auf den Kontinent Afrika bezogen, 10 verschiedene Brunnen auf die Beine zu stellen. Denn ich habe letztens erst gerade eine sehr, sehr berührende Story gehört, wo ich gehört habe, dass eine Mom von einer Familie jeden einzelnen Tag 4 Stunden noch zu Fuß unterwegs ist, um zu einer Wasserquelle zu gelangen, um Wasser zu holen, das Ganze auf ihrem Kopf danach transportiert, damit ihre Familie Wasser besitzt. Und das ist unglaublich crazy, dass solche Dinge wirklich auf dieser Welt noch da sind. Und wir als dieses Team wollen dies ändern. Wir als dieses Team wollen den Menschen wirklich etwas geben, die es wirklich brauchen. Und das finde ich unglaublich schön, dass wir uns mit allen Führungskräften zusammen wirklich dieses Ziel im Endeffekt kreiert haben. Bis zum Ende dieses Jahres 5.000 Kunden und Partner, 15 Sherman Tents, über 30 P5s, über 60 P2s, über 200 FTMO Trader, sowie aber auch 10 Brunnen und eine Schule. Ja? Und das ist wirklich so das, mit dem wir nach vorne gehen wollen. Das ist unser Ziel für dieses Jahr. Und ich bin mir persönlich eine Sache zu 1000% sicher, dass wir dieses Team als Einheit zu 1000% erreichen werden, wenn wir bereit dazu sind, wirklich dieses Jahr Vollgas durchzustarten. Ja? Und mit diesen Worten, wir sind ein bisschen im Zeitdruck, mit diesen Worten würde ich auch direkt abgeben an den nächsten Speaker. Und meiner Meinung nach ist dieser nächste Speaker, der jetzt gleich hier kommen wird, einfach eine absolute Granate. Dieser Typ, der hat wirklich in den vergangenen Monaten wirklich gezeigt, was es wirklich heißt, ja, wenn man wirklich nach vorne steht, was es wirklich heißt, wenn man wirklich auch Gas gibt für seine Ziele und Träume, was es wirklich heißt, wenn man wirklich einfach all in geht. Und genau aus diesem Grund steht er auch heute da an diesem Ort, wo er heute ist. Ja? Und ich spreche von keinem Geringeren als P2K Kai Bosa. Mit diesen Worten, ich gebe das Mic ab. Let's go. Leute, mein Gott, ich bin aufgeregt. Das glaubt ihr mir nicht. Ja, ich habe schon viele Calls gehabt und eigentlich war es tatsächlich so, ja, so die ersten 5 Minuten, aber ich bin immer noch, mein Herz, das rast tatsächlich, weil ich weiß, was ihr heute alles erfahren werdet, ja, und deswegen, Leute, wirklich, Zettel, Stift zur Hand, wenn irgendjemand noch nicht drauf ist, ja, den ihr wirklich kennt, dann ruft ihn an, dass er draufkommt. Ich werde euch jetzt vorab etwas ein bisschen so über The Kingdom mal erzählen, was so meine Hintergründe waren, was so das Große und Ganze angeht und auch noch ein paar andere Punkte. Grundsätzlich habe ich damals The Kingdom gewählt. Ich weiß nicht, auf dem Flyer habt ihr das Logo bestimmt gesehen. Da ist dementsprechend der Löwe drauf. Da ist der Löwe drauf mit seinen Flügeln, mit seinem ganzen Stolz, mit seiner Loyalität. Ja? Und warum war mir das damals so wichtig? Weil eine gewisse, Loyalität, sowie aber auch der Stolz, die Harmonie und auch der Einklang meiner Meinung nach hier von dem großen Ganzen, von jeder einzelnen Person, brutal wichtig ist. Jeder einzelne von uns ist hier sein eigenes Individuum, aber gemeinsam mit jeder einzigen Fähigkeit, die jeder einzelne von euch hat, ja, entsteht das große Ganze. Und das war mir damals wichtig, dass jeder hier wirklich sein eigenes Königreich aufbauen kann. Sein eigener König wird in seinem Königreich, um so gesehen seine Ziele, seine Visionen aufbauen zu können. Und das aber nicht alleine, sondern, so wie es Dani auch gerade eben schon gesagt hat, mit der großen gemeinsamen Vision. Weil was passiert, wenn viele Leute zusammenkommen? Sie werden stärker. Sie werden stärker wie jeder Einzelne. Und genau das ist das Wichtige, was wir hier generieren, was wir hier dementsprechend auf die Beine stellen. Wir kommen alle zusammen und geben hier Vollgas. So, was ist grundsätzlich wichtig, wenn das Team wächst, beziehungsweise wenn das Ganze größer wird? Ja, der Zusammenhalt und der Glaube wird umso größer, wie gerade eben auch schon gesagt. Mehr Leute generieren eine größere Vision. Ja, und damit man das Ganze aber auch erreichen kann,
braucht man natürlich einen Namen, eine Vision, mit der sich jeder identifizieren kann. Und das ist meiner Meinung nach mitunter auch das Wichtige, wenn es dann nachher dementsprechend um Erfolg geht. Weil jeder Einzelne von uns hier möchte natürlich erfolgreich werden. Jeder Einzelne von uns hier tut Erfolg aber auch anders definieren. Und das ist auch wichtig und richtig so. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir so gesehen unsere Träume und Ziele haben, dass ich jedem Einzelnen von euch sagen kann, lasst die nicht locker einfach irgendwie in eurem Kopf oder auf einem Papier stehen und irgendwo in der Ecke liegen. Ja? Es ist wichtig, dass ihr eure Ziele und Träume wirklich jagt. Lasst sie nicht aus den Augen. Weil was passiert, wenn ihr keine Ziele und Visionen habt? Ihr habt eigentlich kein Leben. Stell dir vor, ihr steht oder du stehst morgens auf und du hast eigentlich gar keinen Plan, was du machen möchtest, weil du nicht weißt, was heute dran ist, was du heute für Ziele hast, was du heute für eine Vision hast, zu generieren, zu machen. Ja? Ohne Ziele, ohne Vision sind wir so gesehen nichts. Ja? Und deswegen jagt eure Ziele, lasst uns gemeinsam die Vision jagen, welche Dani gerade uns auch genannt hat, und hier wirklich 2022 auf den Putz hauen und ordentlich Gas geben. Grundsätzlich als zweiten Schritt möchte ich euch noch was über Gedanken mitgeben. Weil es ist grundsätzlich egal, ob wir positive oder negative Gedanken haben, wir bekommen immer alles in unser Leben. Wir bekommen alles in unser Leben, was wir uns wünschen. Egal, ob wir das Ganze aussprechen oder einfach auch nur im Kopf drin halten. Ich habe das tatsächlich, ist mir vorhin aufgefallen, als ich das Ganze nochmal ein bisschen kleiner, kürzer zusammengefasst habe, dass ich das Ganze von Bob Proctor hatte. Ja, ganz kurz vielleicht da eine kleine, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen Dank an ihn. Er durfte oder ist gestern ja von uns gegangen tatsächlich. Viele von euch haben es vielleicht mitbekommen. Für mich war er damals ein Idol und ich möchte das tatsächlich heute mit euch gemeinsam teilen. Ich möchte das heute mit euch gemeinsam teilen, weil er hat mir damals, als ich 10, 11 war, mit dem Film The Secret, hat er mir da tatsächlich was mitgegeben. Und zwar egal, was du sagst, in Hass, in Emotionen, in Liebe oder auch in vollem Bewusstsein. Dasselbe gilt dem Denken. Das Leben denkt immer oder das Leben sagt immer auf, egal was du sagst und tust, dein Wunsch sei mir Befehl. Wir bekommen alle in unserem Leben genau das, was wir wollen. Und egal wie schlimm oder auch wie schön es ist, wir haben es selber generiert in unserem Leben. Das dürft ihr euch bewusst werden, das dürft ihr euch wirklich klar machen, weil es ist wirklich so, dass wir uns oftmals die Wünsche holen oder die Wünsche dementsprechend aussprechen, was wir haben wollen, aber uns nicht die Gedanken machen, was die Folgen sind. Was bedeutet es, wenn ich erfolgreich bin? Macht euch Gedanken darüber, setzt euch mit der Situation auseinander, setzt euch mit dem ganzen Thema auseinander und ihr werdet sehen, dass ihr dahingehend komplett wirklich erfolgreich werdet. Ich möchte euch eine kleine Story mitgeben, was ich in den letzten paar Monaten, was mein Team angeht, so gesehen mitnehmen durfte. Die kleine Story möchte ich mit euch teilen, weil ich habe mir tatsächlich eine Sache gewünscht. Ich bin genau vor knapp einem Jahr und ein paar Tagen bin ich tatsächlich P2K gegangen. Und ich weiß, dass es in jedem von euch steckt, wenn ihr wirklich Bock darauf habt und das Ganze durchziehen wollt. Ich habe mir eine Sache gewünscht, und zwar Leader zu generieren. Ich habe Lieder generiert in diesem Jahr. Aber ich habe nicht bedacht, dass jeder einzelne Lieder seinen eigenen Kopf hat und nur das Beste für sein Team möchte. Ja? Mein Team hat sich ein bisschen gesplittet, aber ich bin umso dankbarer, dass genau auch diese Lieder auch wieder zusammengekommen sind und wir hier gemeinsam jetzt eskalieren können, gemeinsam mit euch in die Zukunft schauen können und gemeinsam hier auch gemeinsam Gas geben können, Spaß haben können und genau diese Vision mitverfolgen können. Und damit würde ich wirklich abgeben an den nächsten Speaker beziehungsweise an die nächste Speakerin, die ich ankündigen darf. Ich weiß gar nicht, ob ich dich einmal lautschalten kann beziehungsweise darf. Einen Moment, ganz kurz einmal suchen. Oh je, zwei Lisas beziehungsweise drei Lisas drin. Ich darf abgeben tatsächlich an die liebe Lisa. Ich habe sie kennengelernt, lange war es her oder ist es her? Ich weiß es gar nicht mehr. Warst du in Rust dabei? Ich glaube, du warst in Rust dabei, als ich das erste Mal dementsprechend auf die ganze Truppe hier gestoßen bin. Damals hatte ich am ersten Tag tatsächlich gedacht, dass, okay, perfekt, danke dir.
Damals habe ich tatsächlich gedacht, nach dem ersten Tag, okay, gut, Hilfe, ich fahre wieder heim. Tatsächlich hat sie, so wie aber auch ganz viele andere, es geschafft, dass ich hier wirklich geblieben bin. Und ich bin ihr mega dankbar dafür. Und deswegen, liebe Lisa, liebe Powerfrau, einen Moment, einmal bitte Ton, Hand senken. Heieiei, wo war denn das nochmal? Zazaza, wo ist der Ton? Ich komme nicht auf die Stummtaste, glaubt ihr mir das? So. Fokussieren. So, probier's mal. Hallo? Hallo? Perfekt. Okay. Technik klappt noch. Perfekt, dann gebe ich ab an die liebe Powerfrau, an die liebe Lisa. Let's go und ab geht's. Danke. Richtig cool. Ich habe es gerade zu den anderen gesagt. Wir sind ja auch zu 10. Wir haben überall die Kameras stehen. Ich bin mega aufgeregt und eigentlich machen wir ja jeden Tag Calls. Ihr wisst ja selber. Aber heute ist einfach so ein besonderer Tag, dass ich so aufgeregt bin. Also ich zitter, wenn das weiße Licht hier nicht wäre, würdet ihr sehen, wie rot ich eigentlich bin, weil ich mich so freue, weil ich so aufgeregt bin. Ich habe vorher schon Simon geschrieben, beziehungsweise eine Sprachnachricht gemacht, so Leute, heute fängt eine neue Ära an und ich freue mich wahnsinnig. Und ich darf auch noch ein paar Sachen euch mitgeben. Ihr wisst ja, it's all in you. Valentina, Easy, Tamara, René, Karos, Gruppe, wir sind so der, ich würde schon fast sagen, der spirituelle Part hier bei uns und it's all in you, es ist alles in dir und darauf möchte ich gerne in den nächsten 5 Minuten eingehen und euch einfach nochmal klar machen, du bist du und du darfst auch bedingungslos du sein, denn wir sind Seelen, die hier auf die Erde gekommen sind, um unsere eigene Erfahrung zu machen, wir sind die Seelen, um zu sehen, was man hier auf der Welt erleben kann. Und natürlich gehören da die verschiedensten Herausforderungen dazu. Natürlich trägt jeder Mensch, jede Seele sein eigenes Päckchen. Und die Easy sagt es immer so schön, und ich glaube, jeder kennt den Satz von der Easy, egal wer du bist und egal woher du kommst, hier bist du jemand. Und das ist so ein großer Wert, den ich über alles liebe, dass wir den hier bei uns teilen, denn jeder hat so seine Stärken und seine, ich würde jetzt nicht Schwächen sagen, aber die Momente, ja, jeder hat seine Besonderheiten und das ist genau das Schöne hier, dass wir hier sein dürfen, wer wir sind und it's all in you, es ist alles in dir, ich kann es immer wieder sagen, jeder Persönlichkeitsentwickler, Mentor, egal wo ihr seid, hört ihr es immer wieder, es ist alles in dir, du selber darfst entscheiden, gehe ich in die Opferrolle oder gehe ich in meine Schöpferkraft? Möchtest du das Opfer sein und sagst, oh, mir passiert immer nur Scheiß im Leben, Entschuldigung für die Aussprache, ja, ihr wisst, was ich meine, ja. Du kannst sagen, oh, heute ist das Wetter schon wieder schlecht und bei mir läuft alles schlecht und jetzt habe ich noch das und dann habe ich noch das. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann bist du in deinem Opferrollenmodus angekommen. Möchtest du das wirklich? Du hast nur ein Leben. Du hast hier auf dieser Erde ein einziges Leben. Und du selber entscheidest, was du aus diesem Leben machst. Also nimm deine Herausforderungen an und sag Danke. Weil nur weil du diese Herausforderung hast, wirst du besser werden. Genau diese Herausforderungen werden dich zu dieser Person machen. Sie werden dich stärker machen. Sie werden dich größer machen und du kannst entscheiden, möchte ich auf einer emotionalen Frequenz leben, in der alles schlecht ist, in der alles gedrückt ist, oder möchtest du in deiner höchsten Frequenz schwingen? Und der Kai hat es schon gerade so schön gesagt, Bob Proctor hat, glaube ich, nicht nur mein Leben, sondern so viele andere Menschenleben verändert, dadurch, dass er uns gezeigt hat, dass wir selber entscheiden können, in welcher Frequenz wir leben. Und du darfst sein, wer du bist, denn nur so kannst du besser werden. Und das Tolle ist, wir bewerten keine Menschen. Das ist wirklich das Wichtigste für mich. Wir bewerten keine anderen Menschen. Jeder ist individuell und jeder ist besonders und einzigartig. Und das ist auch gut so. Und jemand, der vielleicht schon auf meinem Mentorship-Call bzw. Mindset-Call war, der weiß, ich liebe Sokrates.
Ich liebe diesen Philosoph, der aus Griechenland kommt. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte der Siebe. Es gibt drei Siebe. Bevor du über andere Menschen urteilst oder über andere Menschen sprichst, überleg dir erstmal, ob dieser Mensch, beziehungsweise das, was du erzählen möchtest, ob es durch die drei Siebe geht. Und die drei Siebe sind einmal die Wahrheit. Heißt, ein Mensch ist zu Sokrates gekommen im alten Griechenland und wollte ihm unbedingt was erzählen. Und Sokrates hat gesagt, hey, wir testen erstmal, ob auch das, was du mir erzählen möchtest, wirklich zu mir passt. Und dann sagt er, ja, okay, hey, was denn für drei Siebe? Von was sprichst du denn? Und dann sagt der Sokrates, hey, schau mal, das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Das, was du mir erzählen möchtest, bist du dir zu 100%, zu 1000% sicher, dass es die Wahrheit ist? Oder hast du das nur gehört von jemandem und der hat es von dem gehört und der hat es von dem gehört? Und er hat so überlegt und sagte, ja, Sokrates, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das die Wahrheit ist. Das zweite Sieb ist die Güte. Möchtest du was Positives erzählen oder möchtest du einfach nur jemanden bewerten? Möchtest du jemand anderes Leben bewerten oder darüber reden? Ist das positiv? Okay, dann schwingst du in der hohen Frequenz. Ist das aber negativ, hat es in deinem Leben nichts zu suchen, egal ob du über Freunde redest, über Familie oder sonst irgendjemand. Nur wenn du in Güte was erzählen möchtest, in Positivität, dann kannst du das tun. Und das Dritte ist hier, dass ihr sagt, okay, ist es wirklich wichtig? Ist es wichtig, diese Information, die du weitergeben möchtest, ist diese Information wichtig für dich? Ist diese Information wichtig für Sokrates? Und er hat wieder überlegt und sagt, naja, eigentlich geht es dich nichts an. Was lernen wir daraus? Bitte bewertet nicht andere Menschen, redet nicht über andere Menschen, weil wir sind hier eine Einheit. Ihr habt den Flyer gesehen, One Unity, und genau das macht uns aus. Es ist alles in dir und es fängt alles bei dir an, denn du darfst die Entscheidung treffen. Bist du in der Opferrolle oder möchtest du in deine Schöpferkraft gehen? Und ich darf dir weitergeben an die liebe Valentina. Die Valentina, ich habe sie kennengelernt, ganz kurzes Edifying, ich habe sie kennengelernt, die anderen waren auch dabei beim Teamwochenende. Sie saß in der Ecke am Tisch und hat so geguckt. Guck nicht rechts, guck nicht links. Bitte, bitte, bitte spricht niemand mit mir. Und jetzt ist sie unser Superstar. In so vielen Handys ist sie als Superstar abgespeichert. Diese Frau hat eine Entwicklung hingelegt. Das ist einfach abartig. Diese Frau ist vom kleinen süßen Mäuschen zur absoluten Powerfrau transformiert. Und ich freue mich wahnsinnig auf deine 5 Minuten, Valentina, unser Superstar. Let's go. Danke, 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 danke. Oh mein Gott. Ja, es ist auf jeden Fall wirklich krass, wenn man das Ganze ein bisschen reflektiert. Ich würde heute einfach gern vielleicht ein bisschen mal meine Geschichte teilen, weil mich ja noch nicht alle kennen. Und ich bin vor knapp einem Jahr gestartet, wirklich als ja, schüchterne Person, sehr verschlossen. Ich hatte Ziele, aber sehr, sehr kleine, die ich heute auch gar nicht mehr als Ziele sehen würde. Und ja, mein Selbstbewusstsein war ja einfach nicht vorhanden. Und ich habe selbst nicht an mich geglaubt und ich wusste nicht, zu was ich eigentlich fähig bin, wenn ich wirklich an mich glaube. Und ich hatte einfach hier wirklich das Glück, dass ich Menschen kennengelernt habe, einfach so mal das aufzugreifen, was gerade gesagt wurde, dass wir in unserer Struktur wirklich nicht nur dafür stehen, dass hier wirklich jeder sein kann, wie er ist, dass sich jeder entwickeln kann, dass man alles erreichen kann, was man sich wirklich vornimmt aus einer sehr schüchternen Person, die ich jetzt auch war, vielleicht auch noch manchmal bin, aber es gehört einfach so mit dazu, es gehört einfach zu mir. Und darauf aufbauend einfach sich selber neu findet, sich selber neu kennenlernt. Und das ist einfach so eine schöne Sache. Und ich wünsche mir wirklich so für jeden Einzelnen, dass man das Ganze hier auch wirklich erkennt und für sich einfach mitnimmt.
Und ich habe, ja, wie Lisa auch schon gesagt hat, ich war wirklich an diesem Tag einfach, es gab so eine kleine Treppe und das war so wirklich so mein Platz. Ich habe es so gesehen und dachte so, yes, das ist mein Platz. Da kann ich mich auf jeden Fall ja, verstecken quasi. Und habe auch wirklich mit niemandem gesprochen. Und es war eigentlich gar nicht so lang her. Es waren vielleicht so gefühlt 2-3 Wochen. Und dann war ich auf einmal ja so, dass ich schon mit jedem gesprochen habe. Beziehungsweise es war, glaube ich, sogar direkt am nächsten Tag eigentlich. Das war doch schon schneller. Und das ist einfach so, weil wir hier wirklich, also weil ich hier Menschen gefunden habe, die mich in keine Rolle gedrängt haben, sondern ich durfte wirklich so sein, wie ich bin. Mir wurde Raum gegeben, mich selbst zu finden, mich selber kennenzulernen. Und auch wenn es ja dann vielleicht mal irgendwo ein bisschen falsch war, sage ich mal in Anführungszeichen, dass auch das vollkommen in Ordnung ist. Man wird hier nicht verurteilt. Ich wurde für gar nichts verurteilt. Ich wurde eher unterstützt und wirklich, ja, mir wurde wirklich die Hilfe auch angeboten, die ich dann natürlich auch gelernt habe anzunehmen. Und genau dafür bin ich einfach mega, mega dankbar. Und ich konnte mich auch einfach, ich sag mal, teamübergreifend mit verschiedenen Menschen connecten, habe so viel, viel mehr Menschen kennengelernt und habe einfach auch gelernt, wie schön es sein kann, offen zu sein für neue Dinge, offen zu sein für Veränderungen und einfach den Wert dahinter zu entdecken, wie schön es ist, sich mit Menschen zu connecten, andere Geschichten kennenzulernen und Ähnlichkeiten vielleicht sogar. Genau, das ist einfach so das, was ich so kurz mit euch teilen wollte. Und genau, dann würde ich jetzt auch schon direkt abgeben an den lieben Basil. Basil war für mich so die Person, die mich mit am meisten fasziniert hat. Alleine von der Art, wie er zu uns gestoßen ist. Er war plötzlich einfach da. Er ist eine Person, die sehr, sehr zielstrebig ist. Ja, das, was ich wirklich so besonders an ihm finde, ist, er weiß ganz genau, was er will und er weiß ganz genau, wohin er kommen wird. Und dafür tut er auch wirklich alles. Und dabei nimmt er einfach immer sein ganzes Team mit und die Leute, die wirklich mit ihm rennen. Und das ist einfach so einer der Dinge, die ich wirklich so sehr an ihm schätze. Und deswegen, ja, freue ich mich jetzt auf seinen Part und ich gebe direkt einfach mal ab an Basil. Yes, 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 let's go. Go, so ich muss mich zuerst mal selber hier mal sehen. Wo bin ich eigentlich da? Alright, da bin ich. So, perfekt, cool. Alright, erstmal, hau mal ganz kurz mal einen einzelnen Chat. So, wenn du heute einen geilen Tag hattest, wenn du motiviert bist, wenn du Bock auf diesen Call hast, wenn du Bock auf diese News hast, auf diese Informationen, eskalier mal ein wenig in den Chat und die Energy müssen wir her, wenn ich nach oben bringen. Let's go, let's go, let's go. Richtig geil. So, alright. Ich darf heute einen ganz, ganz kurzen Part machen. Und ich muss erstmal sagen, vielleicht für alle so von ganzen, sage ich jetzt mal, Movement, wo heute sich so zusammengefunden haben heute, von mir dementsprechend das Tradehouse-Movement, so eskaliert mal ein wenig in den Chat, so von meinem Team. Und ja, der Fakt ist so ein wenig, ich glaube, bei uns in unserer Organisation sind wir, glaube ich, 99% komplett, glaube ich, überfüllt mit Haie, so. Wir sind, glaube ich, 99% komplett Haie, so. Jeder hat so, glaube ich, seinen eigenen Kopf so ein wenig, versucht mit meinem eigenen Kopf so ein wenig durch die Wand gehen. Zeigt es aber dann dementsprechend auch in der Umsetzung mit den Resultaten. Ist extrem, extrem crazy auf jeden Fall. Und ich darf heute auf jeden Fall über zwei Punkte sprechen. Und einerseits darf ich euch eigentlich kurz ein paar Informationen geben, und zwar bezüglich der Trading-Gruppe. So, ich hatte ja vor, glaube ich, zwei Monaten, ich weiß nicht, wie lange das bereits diese Gruppe schon gibt, hatte ich damals die Idee, hey, ich mache doch mal eine Trading-Gruppe. Eine Signalgruppe, wo jeder Einzelne, also wo wir Leader oder die Leute, die dementsprechend im Trading halt wirklich gewisse Resultate haben, ihre Trades halt wirklich mit allen, mit der ganzen Organisation teilen können. So, und das lief dann sehr, sehr gut. Auf einmal kam es dann dazu, dass sie dementsprechend alle, die ganze Organisation fand, hey, ich finde das richtig geil, darf ich auch in die Gruppe und. Und das hat mir das Ganze natürlich dann schlussendlich veröffentlicht für alle, dass jeder halt wirklich den Zugang hat. So, einfach, dass ihr vielleicht mal ganz kurz Bescheid wisst, diese Gruppe, es wird folgendermaßen laufen, dass wir hier aktuell ja die Gruppe voll sind. Das heißt, wir sind aktuell bei 256 angelangt oder 257, keine Ahnung. Einfach, dass ihr Bescheid wisst, wir werden jetzt für die Zukunft jetzt so ablaufen, dass wir Trading-Gruppe, Signalgruppe 1 haben, dann dementsprechend eine 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, immer wenn eine Gruppe voll ist, wird eine nächste Gruppe aufgemacht. Das Ganze läuft aber einen Monat. Nach einem Monat circa, also wir schauen, wie es läuft natürlich, gibt es dann irgendwann auch diesen Switch auf Telegram. Einfach, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass das Ganze dann irgendwann auch auf Telegram geswitcht wird. Und ein ganz, ganz extrem wichtiger Punkt, jeder wird in diese neue Trading-Gruppe reinkommen,
der ein aktives Paket hat. Das heißt, du sendest dementsprechend dann das Ganze dann deiner Upline zu, dass du ein aktives Paket hast, kommst dann dementsprechend in diese Gruppe rein. Und nach einem Monat, ganz, ganz wichtig zu verstehen, nach einem Monat ist diese Gruppe nur noch zugänglich für Leute, die entweder Elite-Paket haben oder Forex Pro Add-on. Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. So, einen Monat dementsprechend halt wirklich noch ganz normal auf WhatsApp, machen die Gruppen halt dementsprechend mehrere Gruppen auf und nach einem Monat ein Screenshot, ein Bild von einem aktiven Paket von Elite oder vom Forex Pro Add-on und dann kommst du dementsprechend auch gleich in diese Gruppe rein. So, auf der anderen Seite darf ich gleich noch etwas anderes mit euch teilen. Und zwar ist es so, dass ich gestern, glaube ich, oder vorgestern hatte ich so einen Gedankensplitz, so in dem Sinn, und hatte für mich eigentlich so die Idee, dass ich im Krypto- und NFT-Bereich die Leute ein wenig mehr coachen möchte, ein wenig mehr ausbilden möchte in diesem Bereich. So, und in diesem Sinne habe ich dann für mich so einen Channel eigentlich erstellt auf Telegram. Diesen Link wird dann später mit euch allen geteilt, mit der gesamten Organisation. Das Ziel dahinter ist wirklich das, dass ich euch im NFT-Bereich, so wie auch im Krypto-Bereich, halt wirklich diverses Wissen halt mitgeben kann. Sei es zum Beispiel Cointips, diverse, sei es diverse NFT-Projekte, wo man natürlich dementsprechend sich gut platzieren kann. Allgemein wird es vielleicht auch mal dann wirklich mal ein NFT-Call geben, wo wirklich mal das ganz grundsätzlich erklärt wird, dass wirklich einfach jeder in diesem Bereich ausgebildet wird. Wieso? Ganz einfach, weil wir haben eine Krypto-Gruppe aktuell. Und bei dieser Krypto-Gruppe, ich muss so sagen, ich bekomme tagtäglich, glaube ich, mindestens so 11, 12, 13 Direktnachrichten für Fragen wegen NFTs. Und dort können wir mal einen Call machen und. Genau deswegen habe ich auch das Ganze, also diese Gruppe ist ein Channel, ins Leben gerufen, sage ich jetzt mal, dass jeder Einzelne halt wirklich sich in diesem Bereich der Interesse hat, sich wirklich ausbilden kann im Krypto-Bereich, sondern natürlich aber auch im NFT-Bereich und dort natürlich Step-by-Step weiterkommen kann. Und auf der anderen Seite natürlich von extrem geilen Specials wie interessante Projekte, wie dementsprechend verschiedene Möglichkeiten für Whitelist-Spots in NFT-Bereichen, wie zum Beispiel verschiedene Coin-Tipps, wo zum Beispiel nicht jeder kennt, da ich halt auch 1-2 verschiedene Quellen habe, wo ich das natürlich auch gleich auch mit euch teilen darf. So, in diesem Sinne, ich denke schon, das war es eigentlich schon von mir, von der Information, die ich heute mit euch teilen durfte. Und ja, ich darf jetzt eigentlich gleich zur nächsten Person abgeben, weil, wie gesagt, wir sind, glaube ich, auch ein wenig im Zeitdruck, was das angeht. Und ich darf da an die liebe Jonina abgeben. Und ja, ich glaube, ich habe sie bis jetzt einmal geedified, so. Und bei ihr ist eigentlich immer, was mir eigentlich immer einfällt, ist immer so das, was wir uns sehr, sehr gerne necken, so. Wir ärgern uns immer ein wenig gerne so, immer wieder, wenn wir uns sehen, so. Ich glaube, in dem sind wir sehr, sehr gut. Und ja, diese Frau ist für mich eine extrem riesen Inspiration, so. Wieso? Weil ich glaube, jeder kennt, glaube ich, ihre Story, jeder kennt ihre Vergangenheit, wie sie dementsprechend das Ganze aufgebaut hat, was sie für Rückschläge hatte, was sie für Herausforderungen hatte. Für mich extreme Inspiration. Ich glaube, für jeden Einzelnen hier auf diesem Call auch, jeden Einzelnen, der dementsprechend hier gleich am Zuhören ist. Und ich bin extrem, extrem dankbar dafür, dass gesegnet und dankbar dafür, dass ich sie eigentlich in meinem Leben auch habe, dass ich sie kennenlernen durfte, dass sie hier am Start ist. Und ja, ich würde einfach sagen, ich will gar nicht allzu viel Zeit klauen. So, ich würde einfach sagen, ich gebe ab an die liebe Jonina, Almost P5K. Let's go. Dankeschön. Oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt. Ich bin gerade die ganze Zeit durch das Zimmer hier gerannt. Dachte mir so, oh mein Gott, das ist soweit, das ist soweit. Das ist der Tag, Leute, der Tag. Ich fasse es gar nicht. Der 5.2., ich sag's euch, wie es ist, der wird definitiv in euren Erinnerungen bleiben, zu 100 Millionen %. Aber vielleicht ganz, ganz kurz vorab. Ich bin die Jonina, ich bin 23 Jahre alt und ich bin die Gründerin von Team Phoenix. Und an dieser Stelle einmal, wo ist denn mein Team Phoenix? Leute, lass mal die Chatbox hier aufleben. Zeigt mir mal, dass ihr da seid. Zeigt mir mal, dass ihr da seid. Wo seid ihr? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Let's go. Sehr, sehr, sehr schön. Ich möchte ganz kurz einmal ein bisschen genau darüber sprechen, Leute, denn vor fast 2 Jahren, ja, jeder, der so ein bisschen meinen Verlauf hier bei iMastery Academy kennt, weiß ganz genau, dass es bei mir damals auch mit dem Network ziemlich, ziemlich schnell alles gekommen ist. Das heißt, ich bin gestartet und war 3 Wochen später P1K und stand auf einmal da mit einem Team von circa 30 Personen und ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Ja, und damals war das für mich so ein bisschen, ja, okay, ich weiß, es gibt Teamnamen, ich weiß, es gibt Leute, die gründen so ein bisschen ihre Movements und. Und ich möchte auch irgendwo. Und für mich hatte der Phoenix schon immer eine sehr, sehr, sehr tiefgründige Bedeutung. Und deswegen hatte ich mich damals dafür entschieden, mein Team wirklich Team Phoenix zu nennen. Und das wird mir auch immer im Herzen bleiben. Ich meine, der Phoenix ist für mich was ganz Besonderes. Diese Menschen sind für mich einzigartig. Ich habe das Ding hier sogar tätowiert, also ich werde es mein Leben lang mit mir tragen. Aber
Ich möchte mal ganz kurz, und bei mir dürft ihr in der Chatbox ein bisschen mitmachen, Leute. Ganz kurz, für was steht denn ein Phönix? Ich glaube, jeder hat schon mal ein bisschen was darüber gehört. Jeder kennt schon so ein paar Eigenschaften. Aber schreibt das mal ganz kurz in die Chatbox. Ein paar Stichpunkte. Für was steht ein Phönix? Für Feuer, Nathalie. Für Auferstehung. Yes. Weiter, was kennt ihr noch? Aus der Asche. Mhm. Ein neuer Anfang. Sehr schön. Die Wiedergeburt. Die Auferstehung aus der Asche. Das Positive. Sehr, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist definitiv so, ja. Elegante Stolz, geil. Hört sich auch gut an. Über die Höhen und Tiefen des Lebens zu fliegen, saugeil, mega schön. Ja, generell ist ein Phönix ein mystischer Vogel, ja, der laut der Geschichte aus, in Feuer fängt und in Asche verwandelt wird, wenn er einen Lebenszyklus beendet und aus seiner eigenen Asche wieder aufersteht, ja, und damit quasi einen neuen Lebenszyklus startet. Und genau dafür wollte ich einfach, damit wollte ich Menschen dazu inspirieren, dass sie hier wirklich starten können von null an, ohne irgendetwas zu haben. Wenn sie Asche pur sind, dass sie sich trotzdem ein neues Leben aufbauen können, dass sie trotzdem von null an starten können und wirklich aus dem Nichts Feuer fangen können, frei sein können, fliegen können. Und genau dafür steht der Phönix. Ja, und jetzt denke ich mir einfach inzwischen, es gibt eine Eigenschaft über den Phönix, den ganz, ganz viele Leute da draußen nicht kennen. Ja, und zwar sagt man, dass eine Träne vom Phönix eine Seele heilen kann. Ja, heilende Kräfte hat. Und ich habe mir gedacht, wir sind hier gerade alle in 180 Zoom-Accounts drinnen. Ja, mit den ganzen Leuten in den Watch-Partys sind wir wahrscheinlich über 250, fast 300 Leute heute hier mit dabei. Und ich dachte mir, jeder von uns hat Schwierigkeiten gehabt im Leben. Jeder von uns hatte Rückschläge. Jeder von uns, wie Lisa es vorhin gesagt hat, hat sein Päckchen zu schleppen. Und was wäre, wenn wir uns gegenseitig heilen? Was wäre, wenn wir uns alle gegenseitig heilen? Alle gemeinsam. Ja, nicht nur der eine den anderen, sondern wirklich alle gemeinsam. Jeder seine Erfahrungen miteinander teilen kann. Jeder jeden wirklich hier einfach unterstützen, weiterbringen und heilen kann. Ja, wenn sich eine Person, die Feuer gefangen hat, die andere Person mit anzünden kann. Wie schön wäre so eine Community? Wie schön wäre so eine Community? Und genau auf diese Community freue ich mich extrem, weil ich sehe einfach in jeder Person, die jetzt gerade in diesem Call ist, einen Phönix. Allein, dass du die Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, ich starte hier und ich möchte was in meinem Leben verändern, zeigt mir einfach nur, dass du ein Phönix bist. Weil du bist bereit dafür, du hast die Entscheidung getroffen, aus deiner eigenen Asche wieder aufzustehen. Du hast deine eigene Entscheidung getroffen, ja, einen neuen Lebenszyklus zu beginnen. Ja, ein komplett neues Leben für dich selber aufzubauen. Du hast die Entscheidung getroffen. Allein, dass du auf Join Now geklickt hast, war ein Ja, ich bin ein Phönix. Und ich werde mir ein neues Leben aufbauen. Und ich glaube, dafür stehe auch ich als Person. Ja, jeder kennt meine Geschichte, jeder weiß, wie ich hier gestartet bin. Ja, aus den schlimmsten Verhältnissen, schlimmere Verhältnisse als die meisten anderen. Ja, oder hat jemand Screensharing gestartet? Okay. Alles klar, da kam kurz ein Phönix zwischendrin, hat jemand dazwischen gefunkt. Okay, alles klar, danke dafür. Ja, jedenfalls weiß ich ganz genau, dass ich das schon vorgelebt habe und ich bin dankbar dafür, dass ich mit meinen Tränen Menschen heilen darf und ich bin dankbar dafür, dass wir uns einfach in Zukunft diese Tränen wirklich teilen können und so viele Menschen da draußen heilen können, wie wir uns jetzt gerade noch nicht mal vorstellen können. Ja, ein Phönix alleine kann echt schon viele Menschen heilen, aber stell dir mal vor, eine komplette Herde. Ja, eine komplette Herde, wir fliegen alle gemeinsam in eine Richtung, wir brennen alle gemeinsam für dasselbe und wir heilen alle gemeinsam Menschen. Ja, wir sind definitiv dafür da, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen und das werden wir definitiv schaffen, wenn wir gemeinsam in eine Richtung fliegen. Okay, und darauf freue ich mich extrem. Und jetzt, ich weiß, Leute, ihr habt alle so lange jetzt gewartet und wollt jetzt endlich wissen, was hier passiert. Ihr wollt jetzt endlich wissen, warum heute Geschichte geschrieben wird. Oder wollt ihr es wissen? Wollt ihr das wissen? Will es jemand wissen? Ich glaube, das will niemand wissen. Ich glaube, wir können den Call beenden. Okay, dann können wir den Call beenden. Komm, zeigt mal her, Leute, wie sehr wollt ihr wissen, was hier abgeht. Yes, jetzt sehen wir es. Okay, die Chatbox hängt schon so ein bisschen. Alles klar, okay, ihr habt mich überzeugt. Dann darf ich nämlich das Wort weitergeben an die Person, die hinter dem Ganzen hier steckt.
Okay, an die Person, ohne die, glaube ich, keiner von uns heute hier wäre. Zu 100% nicht. Ja, die Person, die mir überhaupt eigentlich irgendwo mal beigebracht hat, dass ich irgendwie aus dieser Asche wieder auferstehen darf. Weil ich dachte mir so, ja, ich bin Asche und der Nächste, der vorbeiläuft, pustet mich weg und ich bin ein Nix mehr. Ja, und genau er hat mir diese Hoffnung gegeben. Und ich glaube, das ist seine spezielle Fähigkeit, würde ich jetzt mal sagen, Menschen wirklich Hoffnung zu geben an Punkten, wo sie wirklich, ja, hoffnungslos zu sein scheinen. Ja, und es ist unfassbar, weil er wirklich immer die richtigen Worte wählen kann, weil er wirklich die Person ist, die immer, immer einen Ratschlag direkt parat hat, wo man sich einfach nur denkt, hey, was braucht man mehr im Leben als einen Simon Kallenberger? Ja, ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen der Hafen für jeden von uns, egal vor was für einer Herausforderung wir stehen, wenn wir irgendwie nicht mehr weiter wissen, ist es immer so dieses, ich rufe mal Simon an, ich frage mal Simon, der hat immer einen Ratschlag, der weiß immer, in welche Richtung ich gehen sollte, und wenn ich euch eins nur empfehlen kann, dann tut, was dieser Mann sagt, egal was er sagt. Ja, und ich freue mich extrem darauf, dass er euch alle jetzt einweihen wird und dass er jetzt die Bombe platzen lassen darf. Und lasst uns mal ganz kurz in der Chatbox nochmal zeigen, dass wir ready sind. Lasst uns mal ganz kurz nochmal in dieser Chatbox zeigen, dass wir ready sind. Yes, let's go. Wir sind ready, Simon, wenn du auch ready bist. The stage is yours. Attacke. Geil. Leute, es ist immer... Du bist echt klein. Entschuldigung. So, ihr Lieben, erstmal schön hier zu sein. Ich bin tatsächlich unglaublich aufgeregt. Janina macht ihrem Namen wieder alle Ehre, würde ich sagen. Ja, Mrs. Edifying, jedes Mal, also sie durfte mich jetzt echt schon häufig edifyen und jedes Mal kriegt sie es hin, dass man rot um die Bäckchen wird. Kennt ihr das? So jedes Mal ist man, oh, hat sie jetzt wieder nicht, oh Gott. Ja, man fühlt sich unglaublich geehrt, weil man glaubt selber sich manchmal gar nicht so sehr einschätzt. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar, mit euch heute diesen Call teilen zu dürfen, euch die Energie mitgeben zu dürfen und endlich, ja, hier vorne weg zu gehen. Tatsächlich ist ein verrücktes Jahr hinter uns. Wir haben es gerade unten kurz gehabt, vor 3 Tagen vor einem Jahr. Also wirklich ungefähr vor einem Jahr sind wir Chairman gegangen. Wir gemeinsam als Team. Und ich glaube, was man in dieser Woche vor dem Chairman gemerkt hat, hat alles verändert. Ja, und das mag ich vielleicht denen mitgeben, die noch nicht von Anfang an mit dabei waren. Wir hatten damals in dieser Woche, also 2 Wochen bevor wir Chairman gegangen sind, sind wir im Backoffice um 800 Volumenpunkte gewachsen. 800 Volumenpunkte bedeutet so ungefähr, ich sag mal, 5 Personen, die im Team dazugekommen sind. Ja? Und genau in dieser Zeit haben wir einen Zoom-Call gemacht und haben dem ganzen Team eine Sache mitgegeben. Belief. Belief. Und das ist wirklich der Punkt gewesen, das crazy war, weil wir haben nicht gesagt, was in der Woche davor passiert ist, sondern wir haben gesagt, in einer Woche sitzen wir in einem Zoom-Call alle gemeinsam und feiern gemeinsam diesen Chairman. Es ist jetzt 1 Jahr her und in dieser Woche sind alle gemeinsam in eine Richtung gegangen. Alle hatten gemeinsam eine Vision, der sie gefolgt sind. Alle hatten dieses eine Ziel und ich weiß noch, na, da kamen Menschen aus dem Nichts, die gesagt haben, Simon, für den Chairman habe ich tatsächlich meine Schwester eingeschrieben, ich habe meinen Bruder eingeschrieben, meinen Papa. Irgendwo kamen überall Menschen her, die bereit waren, für diese eine Vision mitzugehen. Ja? Und das hat mir immer bewusst gemacht, wie wichtig es ist, eine Einheit zu sein, gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Vor einem Jahr stand ich noch an dem Punkt, Anfang Januar, an dem ich gezweifelt habe, dass ich selber Leader kreieren kann, an dem ich gezweifelt habe, dass ich wirklich gute Ratschläge geben kann, an denen ich gezweifelt habe, dass ich auch mal Recht haben darf. Na? Nur, es hat funktioniert. Leader sind entstanden. Und dann kam die neue Herausforderung. Der eine Leader hat so ein bisschen da sein Ding gemacht, der andere Leader hat so ein bisschen da sein Ding gemacht, der hat extra Calls gemacht, der hat... Und überall kamen in den Gruppen so, wieso macht die jetzt das und darf ich damit drauf und wieso macht der das und darf ich das auch nutzen? Und es war extrem schwierig für mich, das Ganze zu ordnen. Und wir haben uns zusammengesetzt und uns einfach viele Gedanken gemacht, wie wir zu einer Einheit uns verbinden können. Ja? Und deswegen freue ich mich riesig auf das, was ich jetzt mit euch teilen darf. Deswegen macht mal ganz kurz die Augen zu, weil sonst sieht man immer schon die nächsten Folien. Also einmal Augen zu, bitte. So, jetzt ist es nicht mal da. Kleiner Moment.
So, Augen zu, Augen zu, Augen zu. Ich bin schnell. So, also. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Und zwar werden wir in Zukunft viel mehr zusammenarbeiten. Wir werden viel mehr diese eine Einheit sein, die nach vorne geht. Ja, das heißt, wir werden in der Callstruktur ein paar Dinge verändern. Sonntags wird ab jetzt um 21 Uhr ein Overall-Team-Call sein. Also für alle, ja, für alle, die hier gemeinsam zu dieser Community, zu dieser Struktur dazugehören. Und wir haben uns wirklich auf die Fahne geschrieben, so viel Mehrwert wie möglich mit euch zu teilen, Special Speaker einzuladen. Wenn ich vorhin nur Janinas Blick gesehen habe, also vielleicht ein kleiner Teaser an alle, die es hier nicht miterleben. Wir dürfen jetzt nach diesem Call zu einem Teamtraining gehen. Und dort werden wir 100 Leute knapp sein und dort werden Johnny Lopez und Julian Kushner sein. Unsere Chairman 250 Uplines extra für uns. Und wir wollen euch diesen Mehrwert mitgeben. Das heißt, wir werden versuchen, auf diesen Overall-Team-Calls sonntags um 21 Uhr die besten Speaker der Speaker zu holen, aber auch die Leute, die neue Erfolgsstories kreiert haben, weil ich glaube, die geben einem ebenso extrem viel Belief mit. Dann kennst du es vielleicht, dann gab es den It's All in You-Team-Call, den Tradehouse-Call, den Phoenix-Team-Call und alle waren irgendwo und ich fand es immer extrem schwierig, wenn man irgendwelche Extra-Calls geplant hat. So, ja, da ist mein Call, da ist alle Team-Calls von deiner Struktur werden ab jetzt Dienstag um 21 Uhr stattfinden, dort, wo bisher immer der Overall-Team-Call stattgefunden hat. Damit werden wir viel mehr zu einer Einheit und wir können die Termine viel besser planen. Montags werden wir um 20 Uhr einen Opportunity-Call wieder geben, der jeden Montag stattfindet, wo du immer einladen kannst und sonst eben ganz normal über die Termine und so weiter. Dienstags bis donnerstags um 10 Uhr morgens und 19 Uhr wird es ein Trading Call geben, ja, von FTMO-Tradern. Und das kann ich jetzt wirklich so sagen. Ich freue mich schon auf. Leute, das ist einfach schön. Und sonntags unser beliebter Mindset-Call. Ja, den wollen wir unbedingt beibehalten und weiterhin sehr, sehr viel Mehrwert mit euch teilen. Einfach mal, dass ihr wisst, wo wir jetzt in Zukunft hingehen werden. Ja. Jetzt habe ich da, glaube ich, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Aber egal. Ich mag jetzt mal den Chat sehen. Kleinen Moment. Ich sehe hier nicht den Chat. Das ist so doof manchmal, wenn man diese Bildschirmpräsentation macht. Aber damit ihr das Ganze verstehen könnt, und deswegen gehe ich dann einfach ein bisschen vorne weg. Wir werden gemeinsam eine Einheit. Wir werden gemeinsam ein Movement. Wir werden gemeinsam etwas ganz, ganz Großes erschaffen, mit dem wir gemeinsam vorne weggehen dürfen. Und darauf freue ich mich. Ja, was gehört alles zu einem Movement? Es gehören die Menschen dazu. Du bist hier auf diesem Call. Wir werden gemeinsam ein unglaubliches Movement erschaffen. Wir werden gemeinsam im deutschsprachigen Bereich, aber auch international extremen Mehrwert schaffen. Und ich glaube, jetzt geht es vor allem darum, wie heißen wir denn? Wie sieht denn das Ganze aus? Was wird in Zukunft uns schmücken? Wer von euch ist aufgeregt? Wer von euch mag es gerne wissen? Mich würde mal interessieren, ob der Chat überhaupt da funktioniert. Ah doch, Chat funktioniert. Oh, cool. Wisst ihr, ich bin extrem glücklich und ich bin extrem froh, weil wir haben echt das Ganze super professionell machen lassen. Und deswegen wünsche ich mir von jedem Einzelnen, der jetzt bei einer Watchparty ist, der jetzt zu Hause ist, ich werde jetzt den Movement-Namen launchen. Ich werde jetzt genau erklären, wohin wir gemeinsam gehen werden und das Logo zeigen. Dazu ist es aber wichtig, dass du bitte deine Fernseher-Lautstärke oder deine Laptop-Lautstärke kurz hochdrehst. Deswegen Finger weg vom Chat. Einmal lauter machen. Dass wir so ein bisschen tief durchatmen. Ich werde jetzt hier zweimal drücken, ganz schnell. Zack, zack. So. Leute, ich freue mich, euch verkünden zu dürfen. Unser gemeinsames Movement. One Unity, wir werden alle gemeinsam in eine Richtung gehen. Und deswegen, ich würde sagen, Film ab und let's go. We'll be right back.
ich bin jetzt voll aufgeregt. Leute, wie geil ist das eigentlich? Dreams Now Alive, das passt so gut. Wie bitte? Die rufen noch irgendwas, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung, was sie gerufen haben, aber Dreams Now Alive. Ich möchte dir gerne erklären, was das Ganze bedeutet. Ich möchte dir gerne erklären, ja, wofür das Ganze steht, weil Dani hat am Anfang die Vision angesprochen, was wir auf dieser Welt für einen Impact geben wollen, wie wir auf dieser Welt vorne weggehen wollen. Rico hat es gerade richtig erkannt. DNA, DNA, wir sind Team DNA. Und dieser goldene Kreis, der dieses Logo schmückt, der steht für den Golden Circle. Ja, der goldene Kreis spricht von der Verbundenheit, dass wir eine Gemeinschaft sind, alle zusammenhalten und uns alle gemeinsam unterstützen. Und in diesen Kreis nehmen wir immer wieder neue Charaktere auf. Ja, und ebenso wollen wir eben diesen Impact mit nach draußen bringen. Und dann war das Spannende wirklich für DNA letztendlich Worte zu finden. Worte, die da richtig reinpassen. Aber es passt so perfekt. Weil der Phönix ist die Auferstehung. Das ist irgendwie so dieses Ganze, was zusammengehört. Ein Löwe stelle ich mir immer Gold vor. Basils Trade House war Gold. Ja? Und it's all in you. Die DNA ist in uns drin. Und ich glaube, wir alle haben so diese Gedanken, dass wir das Geburtsrecht auf Erfolg haben. Und jetzt stell dir mal das Ganze vor, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Verbundenheit. Und dadurch, dass wir hier in dieses Team DNA dazukommen, finden wir, wie Valentina erzählt hat, unser eigenes Ich. Wir finden zu uns und wir finden das Geburtsrecht auf Erfolg in uns drin. Das heißt, wir finden unsere goldene DNA in uns. Und wenn du diese goldene DNA in dir entdeckt hast, werden deine Träume wahr. Dreams now alive. Ich freue mich unglaublich, deswegen gehe ich jetzt auf die Folie zurück, wie das Ganze weitergehen wird. Hier ist alles durcheinander, ich muss das echt mal auf die Seite schieben. So, wie sieht die Teamstruktur aus? Wir werden dieses Branding wirklich nach außen bringen. Die Teamgruppen heißen alle gleich Dreams Now Alive, Hashtag 1, Hashtag 2, Hashtag 3, Hashtag 4. Du darfst also auf deine P1K oder P2K Upline zugehen oder noch höhere Upline, gerne auf mich. Und wir werden euch dann in die Gruppen dementsprechend einteilen, dass wir alle gemeinsam dort sind. Alle Leader werden in allen Gruppen drin sein, damit auch keine Infos vorenthalten werden. Jeder kann, ja, sage ich mal, Mehrwert teilen, wieder verteilen und darauf freue ich mich unglaublich. Trading-Ideen, Basel hat es angesprochen, wir werden Trading-Ideen teilen, wo du mit Forex von unterwegs aus traden kannst. Hier am Freitag, als ich angekommen bin, kam von Basel eine Trade-Idee in diese bisher dagewesene Gruppe, die noch nicht mit allen geteilt wurde, ja, kam eine Trade-Idee, dass der Gold fallen wird. Ich glaube, innerhalb von einer Minute war der im Take-Profit. Ich habe hier Leute gesehen, die $600 verdient haben, $1,000 verdient haben, $1,500 verdient haben und eine Person, die damit ihre, doch, FTMO-Challenge geschafft hat. Zwei. Und das ist geil. Oh, Leute, es hört sich so lustig an, wenn da unten der Ton nochmal kommt. Crazy. So, ich mag euch gerne noch dann an die NFT-Gruppe von Basel erinnern, die er hauptsächlich leiten wird und dann Closing-Gruppen. Closing-Gruppen kennen wir prinzipiell schon alle, nur werden wir das dann umswitchen auch auf Onboarding-Gruppen. Das heißt, wenn du bisher eine Closing-Gruppe gemacht hast mit deiner Upline oder mit deinem Mentor oder egal mit wem, dann stirbt die Gruppe meistens danach ein bisschen aus. In Zukunft wollen wir diese Onboarding-Gruppen beleben. Das heißt, wenn eine Person bei uns im Team DNA gestartet ist, wird das eine Onboarding-Gruppe. Dort wird deine direkte Upline dann mit drin sein und deine P2K-Upline. Und in dieser Gruppe werden wir gemeinsam die Steps zum Onboarding durchgehen.
dann werden wir gemeinsam nach vorne gehen und du wirst mehrere Ansprechpartner haben, beziehungsweise auch die Person, die neu gestartet ist, hat mehrere Ansprechpartner, ist gleich im ganzen Team, ja, mit integriert. Und das ist natürlich das, was wir wollen, dass alle sich kennen, dass alle hier nach vorne gehen und deswegen gemeinsam diese Vision tragen. So, ich überspringe das Ganze nochmal und dann geht es weiter. Jetzt muss ich da gucken. Ah, was haben wir denn da? Ich glaube, so ein Logo und reicht nicht, oder? So ein Logo und so ein Video ist schon cool, aber man braucht schon ein paar Sachen. Ich sehe hier niemanden im Chat. Seid ihr da? Wollt ihr wissen, ob es da zusätzlich ist? Was braucht man denn dazu noch? Was braucht man dazu? Als erstes eine Landingpage. Eine Landingpage bedeutet, wenn du einen Interessent hast, kannst du diese Person auf eine Landingpage schicken. Auf dieser Landingpage wird die Person sich informieren können über unser Team. Die Person wird sich informieren können über IM, ja, und wird alle Infos bekommen und hat eben so einen Kontaktformular. Wie sieht das Ganze aus? Ich glaube, jetzt teilt es den Bildschirm dann nicht mehr, deswegen werde ich hier den Bildschirm teilen. So. So, einmal unsere neue Landingpage. Guck mal, wie cool das aussieht. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einmal IM Academy erklärt für die Leute. Wir haben hier einmal unser Movement erklärt. Wir haben die Erfolgsgeschichten, die wir aus Malaga haben. Ja, ein Kontaktformular. Und letztendlich unten die Weiterleitung zu YouTube. Und YouTube? Mentorship? Ich glaube, wir alle kennen diese großen Movements, die unglaubliche Mentorships haben. Und deswegen haben wir auch einen eigenen YouTube-Channel kreiert. Ja, dort werden wir letztendlich mehrere Mentorship-Calls hochladen. Die sind noch nicht da. Das wird immer weiter nach vorne gebracht. Die Team-Calls, genau dieser Team-Call hier wird dort hochgeladen. Ja, bisher gibt es noch keine Abonnenten. Deswegen heute dürfen die Abonnenten ein bisschen hochgehen. Aber wir haben ja bisher auch nichts gesagt. Ja, deswegen, das ist Step Nummer 2. Jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich was vergesse, was wir hier noch haben. Was brauchen wir denn noch, Leute? Macht mal ein bisschen mit. Was brauchen wir noch? Flyer, Einarbeitung. Onboarding. Onboarding klingt doch cool, oder? Leute, wer hätte Bock auf so eine Onboarding-Seite, die richtig cool ist? Und jetzt für alle, die schon Teampartner haben, was ganz Besonderes. Wie cool wäre es, wenn du ein bisschen Controlling hast? Wenn du merkst, dein Teampartner sagt, er hat was getan. Wer von euch kennt es? So, der Teampartner sagt, er hat was getan. Und du denkst dir, nee, mein Freundchen. Ich glaub nicht. Wer kennt es? Kennt ihr das? Mhm. Wie wäre das, wenn wir das Ganze auf einem kursbasierten System aufgebaut haben, dass du dich von Kurs zu Kurs weiterarbeiten darfst? Und als Upline kannst du sogar nachschauen, ob die Person wirklich die Videos geschaut hat. Wäre das cool? Der Chat ist halt ein bisschen lame. Wahrscheinlich alle sitzen sie hinten auf der Couch, deswegen. So Leute, ich will mit euch die neue Onboarding-Homepage launchen und die ist schon auf einem anderen Level, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich unglaublich, wie ihr hier sehen könnt. DNA Onboarding. Hier hat es die verschiedenen Kurse. Von Fast Start, Choose Your Weapon, Road to Success, ja, es ist wirklich alles mit dabei. Ich klicke hier mal rein in Fast Start. Ja, wie du siehst, die ersten Schritte. So, wie du hier siehst, herzlich willkommen. Warum IM, dein Warum, Erwartungshaltung. Wie du siehst, sind so viele Videos, es ist so viel Mehrwert, der geteilt wird. Insgesamt knapp 4,5 Stunden Mehrwert, der komplett über die ganze Homepage verteilt ist. Nur wenn du auch fleißig bist, kommst du da sehr, sehr schnell durch. Ja? Das Spannende an der Sache, vor allem bei Fast Start, nur wenn du ein Video geschaut hast, kommst du zum nächsten Video. Es ist nicht von vornherein alles freigeschalten. Da muss ich mich immer zurückerinnern an so Super Mario.
Man wollte zum nächsten Level kommen und nur deswegen wollte man schaffen. Ja, hier wirst du wirklich von Step zu Step dich durcharbeiten können. Und zurück zur Onboarding-Gruppe, wir haben auch hier wichtige Informationen. Ja, das heißt, diese Nachricht kann man einfach in die Onboarding-Gruppe reinschicken und dann immer abhaken, was schon erledigt ist. Ja, ist auch hier oben als PDF-Datei. So, und hier haben wir ebenso zum Trading alles, was im Trading gebraucht wird. Ja, was ist FTMO? Wie nutzt man? Wie häufig kommen Fragen? Wie nutze ich denn überhaupt den MetaTrader 4? Ja, wie funktioniert das Ganze? Und hier oben rechts siehst du zusätzlich noch die ganzen Calls, die stattfinden. Deswegen weiß man immer, wann was stattfindet. Wir werden natürlich da immer weiter dran arbeiten, es immer besser werden lassen. Choose your weapon. Copy-Paste Profit. Schaut euch das an. Swipe-Coin-Erklärung, Steady-Erklärung. Ja, hier Harmonix, Ignite, Swipecoin, Scalper, Gold Cup, BYOB, ist es wirklich jede Strategie mit dabei. Du kannst dir alles anschauen und auch die Kryptowelt. Wie kauft man Kryptos? Wie nutzt man die ganze? Und. Ja, deswegen ist hier wirklich alles mit dabei. Ihr werdet bestens an die Hand genommen. Für alle, die dann P150 gehen, P600 gehen, werden weitere Steps freigeschalten. Deswegen, es soll ja eine kleine Überraschung geben. Deswegen schalte ich mal nicht alles frei. Ja. Sondern du darfst dich hier durcharbeiten, darfst hier dann den ganzen Mehrwert für dich aufnehmen, vorwärts kommen. Und ich glaube, eine Sache fehlt noch, die wir auf jeden Fall brauchen. Wer von euch sieht es jetzt gerade auf diesem Bild, auf dieser Homepage, was uns noch fehlt? Wer sieht's? Was fehlt uns? Merch. Wir haben natürlich auch Merchandise-Artikel. Und es ist extrem cool geworden. Da muss ich echt auch Danke sagen an den lieben Benny, der unser Grafiker ist, der hier das Logo gemacht hat, der uns alles auf die Beine gestellt hat. Deswegen Merchandise und Leute, na, ihr kommt hier auf diese Homepage. Ich denke, die Preise sind da absolut fair. Und schaut euch mal das an, wie cool die Klamotten aussehen. Ja, wir haben dieses Logo, das wir haben, diesen Kreis in die verschiedenen Namen oder ähnliches eingefügt. Ah, oh, endlich hat es das T-Shirt, das wurde endlich freigeschaltet. Ja, hier, Born Ready. Oder schauen wir hier, ja, das ist dann nur auf der Rückseite. Da steht dann hier zum Beispiel, auf der Rückseite, Trust me, Mom, I got a vision. Ja, und das Vision mit unserem Logo. Die ersten Klamotten habe ich schon bestellt, um natürlich die Qualität zu prüfen. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Ihr könnt hier alle Sachen auswählen. Ihr könnt die Farben auswählen, also keine Ahnung, wer gelb will, aber wir nehmen jetzt mal eine Farbe. Und ihr könnt hier unten auch auswählen, ob ein Hoodie, ein Sweatshirt oder ein Damenshirt zum Beispiel. Und dann könnt ihr euch hier durchklicken, euch die verschiedenen Merchandise-Artikel zulegen. Und die sind einfach cool. Mir gefallen die einfach ganz, ganz besonders. Deswegen klick dich nachher durch, probier dich aus. Nur ganz wichtig, wir werden auf dem Team-Event sein. Ich hoffe, wir können alles so regelmäßig zulassen, aber es wird natürlich auch eine kleine Herausforderung, glaube ich. Ja, deswegen gebt uns ein bisschen Zeit, um das Ganze auch richtig mitnehmen zu können. Ja, so, wie ihr gesehen habt, wir haben eine neue Landingpage, wir haben ein neues Video, ein Opportunity-Video. Ja, wir haben einen YouTube-Channel, wir haben eine Onboarding-Seite, wir haben Merchandise-Artikel. Und was fehlt? Olli hat es vorhin angesprochen, Flyer. Wir haben eigene Welcome-Flyer. Trommelwirbel. Ich bin nochmal neu im Team, aber so sehen unsere zukünftigen Welcome-Flyer aus, mit dem DNA-Logo, das diagonal nach oben geht. Für alle P600 and above, wir haben ein Erklärungsvideo, wie man die gestaltet, wie man die Namen ändert, wie man die Bilder ändert. Und deswegen freue ich mich natürlich auch sehr, sehr viele Leute in unserem Team DNA willkommen zu heißen. Ja, und ich glaube, dazu fehlen noch Rank-Up-Flyer. Wie cool fändet ihr das, wenn wir nicht von IM diese typischen IM-Flyer haben, sondern eigen kreierte Rank-Up-Flyer hätten? Wäre das cool? Leute, wisst ihr, das Besondere ist ja, dass es genau zu diesem Punkt einen neuen Rank-Up gibt. Ich finde es richtig lustig, es war eine lustige Story, wie das zusammengekommen ist, aber die Person, die ich jetzt edifyen darf, auf die ich unglaublich stolz bin, die hat mich damals auf Instagram angeschrieben, ich habe das Ganze gar nicht gecheckt und
Sie hat mich angeschrieben, ich habe sie in die Closing-Gruppe eingeladen, ich habe sie auf einen Opportunity-Call eingeladen und dann bin ich aus Versehen auf die Gruppenbeschreibung gekommen und ich habe gesehen, hey, die Person ist schon in der Gruppe. Dann war die schon in der Closing-Gruppe, hat sich trotzdem dann dafür entschieden und seitdem ein Commitment getroffen. Ja, ich finde es unglaublich crazy, welche Entwicklung sie hinlegt, aber vor allem, wie viel Gas sie gibt. Sie ist wirklich auf jedem Call, sie ist überall da, sie ist von Tag 1 an voll on fire. Sie hat das Commitment gesetzt, schon überall mitzugehen und deswegen, Leute, einen riesigen virtuellen Applaus für unsere neue P150 mit neuem Flyer, der erste P150 Flyer im Team DNA. Denise, herzlichen Glückwunsch zu deinem P150. Ja, von Herzen alles, alles Gute. Ich freue mich wirklich riesig, dass du den ersten Schritt gegangen bist. Und Leute, Glückwünsche bitte an Denise. Und wie geil sieht der Flyer wieder aus? Schon sehr geil. Machen wir weiter. P600. Leider kann ich heute keine neuen P600 verkünden. Aber am Montag sind zwei neue P600s entstanden. Wer von euch möchte nochmal unsere zwei neuen P600s und den neuen P600 Flyer mitfeiern? Ich klicke einfach mal weiter. New P600. Einmal Christian Heinrich Schulze und Jonas Schlieben. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Wirklich mega, mega Leistung. Ihr habt euch beide genau mit diesem P600 auch für Dubai qualifiziert. Christian hat auf jeden Fall schon drauf getrunken mit mir, Jonas, das holen wir dann in Dubai nach. Ja. Aber wie ihr auch hier seht, ja, das, die Corporate Identity, die CI ist wirklich extrem stark. Es ist alles in Schwarz und Gold gehalten. Und wisst ihr, was cool ist? Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich das Edifying verdient habe. Janina, willst du mit hochkommen? Weil heute, genau heute, ist eine neue P1K-Lady entstanden. Genau heute ist eine neue P1K-Lady entstanden. Und wie passend. Ich habe gesagt, hey, vor 19 Uhr muss der Rang drin sein. Deswegen würde ich sagen, Edifying übergebe ich an Janina. Oh mein Gott, was eine Ehre. Oh mein Gott, das ist eine Ehre. Darf ich sie rüber? Du darfst wieder kleiner machen. Okay. Oh mein Gott, Leute, ich bin super aufgeregt. Heute sind echt 1000 Millionen Sachen. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich noch mehr freuen soll. Aber ich fand das vorhin so lustig. Simon und ich sind draußen gestanden. Und er hat noch zu mir gesagt, du, eigentlich brauchen wir einen neuen P1K. Ja, wir müssen ja irgendwie den Flyer mal den Leuten zeigen. Da können wir ja nicht irgendwie ein Bild vormachen. Er soll mir drauf klatschen, ja. Deswegen waren wir so am Überlegen, ich bin voll außer Puste, Treppen hochlaufen und dann noch kein Geländer und so. Jedenfalls haben wir uns gedacht, wir brauchen einen neuen P1K, irgendwas müssen wir da tun. Und dann dachten wir uns so, da gibt es doch jemanden, der sehr, sehr kurz davor steht. Und während wir uns unterhalten, kommt ein Stern in die Mission 1K-Gruppe und wir so, no way, okay, einer noch. Dann habe ich mir, glaube ich, einen Kaffee gemacht und irgendwas gemacht, schaue aufs Handy und ich sehe noch einen Stern. Denke mir, oh mein Gott, es ist wirklich passiert, vor allem heute, an diesem besonderen Tag, so einen großen Rank zu erreichen. Wow, ich bin absolut sprachlos. Ja, für mich ist die Person wirklich am Anfang sehr stark im Hintergrund gewesen. Also ich habe kaum was von ihr gehört. Es war immer so ein bisschen schneller Zuhörer, war irgendwo immer ein bisschen dabei und dann habe ich mitgekriegt, ja, wie sie mit auf die Teamreise in die Türkei gegangen ist. An dieser Stelle nochmal, Leute, unterschätzt diese Reisen mit dem Team nicht. Okay? Und sie war in der Türkei mit dem ganzen Team. Ich habe lauter Bilder und Videos zugeschickt bekommen. Ich wurde mehrmals per FaceTime angerufen und habe mir gedacht, oh Halleluja, was passiert da? Ich frage mich bis heute, was da passiert ist. Vor allem, was bei ihr dort passiert ist. Sie ist zurückgekommen mit einer ganz anderen Power, mit einer ganz anderen Energie, ja, und hat einen Rank nach dem anderen gehittet. Und ich stehe immer noch da, denke mir, ich bin einfach fassungslos. Ich verstehe nicht, was da gerade abgeht bei ihr. Und es ist wirklich nicht nur, dass sie sich so ein großes Team aufbaut, dass sie wirklich vorangeht als Leaderin, sondern dass sie auch so eine extrem schöne Culture im Team hat, wirklich mit Menschen, die auf sie aufschauen. Tatsächlich haben wir hier auch heute jemanden da aus ihrem Team. Ja, und ich finde das richtig, richtig schön, weil die Leute, die sehen einfach ihre Entwicklung und jeder möchte von ihr lernen, darunter natürlich auch ich. Es ist wirklich eine Person, so eine wundervolle Aura. Er erinnert mich ein bisschen an Richard Büttner, wenn man mit ihr spricht, ist so diese Ruhe in Person, aber trotzdem diese wundervolle Aura, einfach eine Person, mit der man sehr, sehr gerne spricht, eine Person, die mit die größte Entwicklung hinter sich gelegt hat. Deswegen würde ich sagen, entlüfte Trommelwirbel!
Pure & K, Doreen, the future's chairwoman, girl. Ich bin so extrem stolz auf dich. Lasst uns mal die Doreen feiern, Leute. Und diesen Flyer. Und diesen Flyer hier. Wie crazy sieht dieser Flyer aus? Das ist gerade so schön, das zu sehen. Geil. Also Doreen, du weißt, in Dubai, also sagen wir, wir können ja in Dubai schon wieder nur, da darf man nicht trinken. Also wir machen irgendwelche anderen Sachen so. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig. Wie ihr seht, haben wir unglaublich viel im Hintergrund gemacht. Ja, es war sehr, sehr ruhig, aber das ist immer die Ruhe vor dem Sturm. Und jetzt kommen die Rank-Ups noch direkt mit dazu. Das ist ein perfektes Timing. Und was braucht man? Was braucht man, um etwas richtig zu launchen? Was braucht man, um etwas richtig zu launchen? Ein kleines Incentive? Wer hätte Lust auf ein kleines Incentive? So, nach Dubai nochmal was Kleines Zusätzliches. Wir werden gemeinsam eine Network-Gruppe eröffnen. Na, die wirst du in der Gruppenbeschreibung finden von deiner neuen Teamgruppe. Das heißt, alle Gruppen werden eingestampft. Es gibt neue Teamgruppen. In diese Teamgruppe kommst du rein, indem du heute deine Upline, dein aktives Paket schickst. Ja, dann in der Gruppenbeschreibung gibt es eine Network-Gruppe. Da gibt es auch den Link zu der Trading-Ideen-Gruppe und zu der Krypto-Gruppe. Ja, und dort wollen wir das Ganze natürlich mit einem Incentive abschließen. Das heißt, die ersten 50 Personen, die ein Sign-up machen, bekommen von uns, von dem Leadership, ein persönliches Shirt geschenkt. Das heißt, die ersten 50 Personen, die ein Sign-up machen, bekommen ein DNA-T-Shirt. Du darfst dir aussuchen, welches Symbol, du darfst dir aussuchen, welches Motiv das Ganze hat. Und dazu on top ab jetzt, ja, ab jetzt geht das Ganze los, 20.15 Uhr, 5.2.22 und als letztes, für alle, die, oder wer von euch wäre, das wird, wir haben es gar nicht announced, Jonina, wisst ihr, dass Jonina unsere nächste FMO-Traderin ist und sie in Zukunft Sessions geben wird? Das Geile ist, ich selber darf nur nicht drauf, weil ich habe bisher 5 Trades von ihr mitgenommen und wir reden mal nicht über die Ergebnisse. Ja. Deswegen, aber Jonina wird in Zukunft die Sessions geben. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Deswegen die Frage an dich. Wer wäre gerne auch noch FTMO-Trader oder würde gerne FTMO traden? Wer von euch würde das gerne tun? So, und jetzt mal Stopp im Chat. Wer von euch sagt finanziell, ich weiß nicht, wann ich die FTMO anfangen soll, finanziell mag ich noch ein bisschen sparen, schreibt mal eine 2 in den Chat, wenn es finanziell ein bisschen eng ist, eine FTMO-Challenge zu holen. Was würdest du sagen, wenn jede Person, die bis Ende diesen Monats 5 Sign-ups macht, eine $10.000 FTMO-Challenge bezahlt bekommt? Hast du Bock? 5 Sign-ups bis zum Ende diesen Monats und du bekommst eine $10.000 FTMO-Challenge bezahlt. Ja. Und damit mag ich den Call wirklich, wirklich abschließen. Ich habe lang genug reden dürfen, aber ich durfte auch viel mehr promoten, ich durfte viel mehr mit rausgeben. Deswegen, was sind jetzt die nächsten Schritte? Geh auf deine P1K oder höher Upline zu. Ja. Geh dementsprechend auf die Chats. Die werden dir zugeschickt, auch Robby, einfach dann dementsprechend drauf. Schreib mir einfach privat, dann regeln wir das. Na? Und somit werden wir das Ganze so angehen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, ja, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Wir rennen alle gemeinsam in eine Richtung. Jeder, der mitrennen möchte, ist willkommen. Ja, und von dem her würde ich sagen, ich wünsche euch einen wundervollen, schönen Abend. Und machen wir mal noch so ein Liedchen hier an. Wo ist eigentlich Armin? Armin ist heute gar nicht auf dem Call. Na, da gibt es einfach noch ein paar Dinge, die wir dann gemeinsam angehen dürfen. Aber wir finden immer Lösungen, um das Ganze nach vorne zu bringen. Von dem her freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Und von dem her, Leute, ich wünsche euch etwas und Computer-Audio an. Und let's go!